Insights, der Podcast für dein erfolgreiches Pinterest-Marketing. Pinterest ist der geheime Traffic-Booster und verhilft dir zu mehr Website-Traffic, Umsatz und Markenbekanntheit. Hier erfährst du alles über unsere Insider-Tipps und News. Sei mit uns einen Schritt voraus und mach Pinterest zu deiner Social-Traffic-Quelle Nummer 1. Wow, heute geht es schon in die 40. Episode unseres Pinsights Podcast. Super schön, dass du wieder dabei bist und wir hoffen natürlich auch, dass du aus den vorherigen Episoden schon einiges an Tipps für dich mitnehmen konntest. Also Wahnsinn, wie schnell hier auch zu diesem Thema Pinterest Marketing so viel Content zusammenkommt. Du siehst also, Pinterest ist ein wirklich umfassendes und nicht zu unterschätzendes Thema, vor allem für Unternehmen, aber auch für Blogger und Startups mit super viel Traffic-Potenzial. Also draußen kommt jetzt auch langsam der Herbst, also mach es dir kuschelig und hör rein in die Podcast-Episode, denn hier kannst du heute mir, Franziska, einer der zwei Co-Gründerinnen von Scana Media, lauschen. Und dafür habe ich auch ein sehr spannendes Thema und auch ein oft gestelltes Thema mitgebracht. Und zwar, was sagen mir meine Zahlen? Heißt es jetzt, dass Pinterest für mich erfolgreich ist oder nicht? Diese Frage bekommen wir tatsächlich sehr häufig zu hören. Denn viele können zu Recht nicht wirklich einschätzen, wie erfolgreich die visuelle Suchmaschine denn jetzt wirklich für sie ist. Also was bedeuten diese Zahlen? Und da wir bereits unzählige Accounts aufgebaut haben, begleitet haben und uns auch mit vielen Creators ausgetauscht haben, haben wir für die Zahlen auf Pinterest ein sehr viel besseres Gefühl. Du wirst also in dieser heutigen Episode lernen, welche Zahlen wirklich aussagekräftig sind und du bekommst auch ein Gefühl dafür, welche Zahlen denn jetzt ein wirklich gutes Ergebnis aufweisen und auch zum Beispiel, welche Pin-Formate sind jetzt für welches Ziel am effektivsten. Und ganz zu Beginn, bevor wir jetzt in dieses Thema einsteigen, möchte ich mit einem extrem wichtigen Mythos aufräumen, denn die Mehrheit der Nutzer schauen auf die monatlichen Betrachter im Pinterest-Profil und machen davon aus, ob sie jetzt erfolgreich sind oder nicht. Das kennst du von dir vielleicht auch, wenn du jetzt mal auf dein Profil schaust und siehst, okay, da sind jetzt 50.000 monatliche Betrachter oder da sind vielleicht auch 2 Millionen monatliche Betrachter und denkst, okay, das ist vielleicht schon mal ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Also 2 Millionen kann man auf jeden Fall arbeiten, aber du brauchst keine 2 Millionen Betrachter, um sagen zu können, dass dein Profil erfolgreich ist. Doch das Ganze geht nicht. Diese Zahl ist so ziemlich sehr irrelevant. Also bitte beziehe dich so gut wie nicht auf die monatlichen Betrachter, denn was ist da viel wichtiger? Das sind die Zahlen, die du in Pinterest Analytics einsehen kannst. Und dazu haben wir auch schon eine Podcast-Episode, in die du sehr, sehr gerne reinhören kannst. Die habe ich dir auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Ja, aber warum ist denn jetzt die monatliche Betrachterzahl irrelevant, wenn sie denn auch so präsent im Profil steht? Also schauen wir uns mal an, was jetzt in diese Zahl eingerechnet wird. Die monatlichen Betrachter ergeben sich aus Profilen und Nutzern auf Pinterest, die deine Pins sehen, also sei es in dem Feed, in dem Ich-Folge-Feed oder bei den Suchanfragen, also immer da, wo dein Pin irgendwie erscheint. Das sind eben auch die sogenannten Impressionen. Und dazu zählen aber auch das Engagement, also die Interaktionen, wie Close-Ups, Klicks, Merkenaktionen. Und dazu zählen eben auch alle Pins, die auf deinem Profil gemerkt wurden, also auch externe. Wenn du beispielsweise 3 Millionen monatliche Betrachter hast, kann es durchaus sehr gut sein, dass du keinen einzelnen Website-Besucher dadurch generierst. Denn es kann sein, dass alle 3 Millionen Betrachter nur durch fremde Inhalte generiert werden, eben von Pins, die du auf deinem Profil gerepinnt hast. Und
Deshalb orientiere dich bitte nicht an dieser Zahl. Eine Ausnahme ist, wenn zum Beispiel, das machen oft größere Accounts, Unternehmen wie IKEA, Springlane und so weiter, wobei ich glaube so 100% auch nicht immer, aber es gibt so einige Accounts, die wirklich gar keinen fremden Inhalt repinnen, sondern 100% interne Pins hochladen, die nur auf ihre eigene Website führen. Und jetzt kannst du natürlich schon einige Informationen aus diesen Zahlen ziehen, weil das sich dann eben nur auf die intern erzielten Ergebnisse bezieht. Also da solltest du mal checken, okay, wie groß ist jetzt der externe PIN-Anteil? Und nachdem wir das jetzt geklärt haben, dass diese Betrachterzahl sehr, sehr irrelevant ist, ja, muss ich noch was loswerden. Denn deine Zahlen sind zu 0% aussagekräftig, wenn du deine Ziele nicht kennst. Was bringen dir Website-Klicks, Impressionen deiner Pins oder Merkenaktionen, wenn du nicht weißt, was du damit anfangen möchtest? Wohin sollen beispielsweise die Nutzer am besten weitergeleitet werden? Sollen sie auf Produkte, auf deine Dienstleistung weitergeleitet werden? Denn nur weil Nutzer auf deiner Website gelandet sind, haben sie noch lange nicht mit deinem Angebot interagiert. Oder auch wenn du sehr viele Impressionen hast, aber keiner sich deine Pins im Close-Up anguckt, sich die merkt oder auf den Pin klickt, dann hast du natürlich auch rein gar nichts daraus gewonnen. Oder wenn deine Pins nicht wirklich ein gutes Branding aufweisen, dann hast du ja noch nicht mal irgendwie Markenbekanntheit dadurch erzielt. Also bitte überlege dir erstmal, was ist denn dein Ziel? Was möchtest du? Möchtest du Traffic erzielen? Möchtest du Markenaktionen haben, Impressions? Und wenn du zum Beispiel Website-Traffic als oberstes Ziel hast, was eben bei sehr vielen Leuten der Fall ist, dann überlege dir, wohin möchtest du sie jetzt auf deiner Website weiterleiten? Wie soll die Customer Journey weitergehen? Zum Beispiel in den Newsletter, in den Download eines Freebies oder auf ein Produkt direkt. Also bitte, bevor es jetzt weitergeht, überlege dir ganz genau, wohin möchtest du deine Nutzer weiterführen? Was ist dein Ziel mit deinem Pinterest-Traffic? Und wenn du jetzt dein Ziel kennst, können wir endlich über die Zahlen sprechen. Dazu muss ich dir allerdings sagen, dass dies super abhängig ist von deiner gewählten Nische. Also wir kriegen auch oft die Frage von Leuten, von potenziellen Kunden, ja, was meint ihr, was ist denn möglich? Und es kommt echt total darauf an, aus welcher Nische du kommst, wie viel Content hast du auf deiner Website, wie qualitativ ist dein Content, wie sehr interessiert ist auch deine Zielgruppe, ja? Und das ist sehr schwer zu sagen. Aber ich gebe dir trotzdem eine grobe Einschätzung. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel einen Foodblogger anguckt, das ist ja ein sehr großer Bereich auf Pinterest, für den sind 5000 Website-Besucher durch Pinterest pro Monat wahrscheinlich sehr wenig. Wohingegen das jetzt aber für einen Nischenblogger wiederum sehr viel Traffic ist. An dieser Stelle möchte ich dir aber auch nochmal deutlich machen, dass mit Pinterest sehr großes Traffic-Potenzial möglich ist. Also ein Beispiel jetzt aus dem Food-Bereich und zwar Kitchen Stories. Das ist eine Rezepte-App und die sind mit Pinterest gestartet vor einiger Zeit und haben Pinterest zu ihrer Social-Traffic-Quelle Nummer 1 ausgebaut. In Zahlen bekommen sie 78% des Social-Traffics über Pinterest und 16% über Facebook. Also das sind wirklich ganz gravierende Zahlen. Oder Springlane, auch aus dem Food-Bereich. Pinterest weist 44% des Gesamt-Traffics an, also nicht Social-Traffic, sondern Gesamt. Und Search über Google sind dann zum Beispiel nur 27% im Vergleich zu 44 von Pinterest. Du siehst also, bei Pinterest ist ein sehr, sehr großes Potenzial deines Traffics. Dafür musst du aber natürlich auch einiges an Ressourcen investieren, aber das lohnt sich natürlich. Gleichzeitig solltest du dann eben schauen, wenn du gerade so viel Traffic auf deine Website bekommst, dass du eben dein Ziel kennst, was ich dir eben auch schon
gesagt habe. Aber keine Sorge, auch für andere Nischen, außer jetzt im Food-Bereich, ist Pinterest sehr, sehr relevant. Also Website-Klicks zum Beispiel bei einem Blogger sind 5.000 Website-Besucher zum Beispiel schon sehr gut. Das kann auch hochgehen bis 30.000 Klicks oder noch mehr. Und bei Google ist es natürlich immer super schwer, Traffic aufzubauen. Und deshalb ist Pinterest eben für viele auch sehr interessant. Wenn man jetzt bei großen Unternehmen schaut, die schwanken da dann wahrscheinlich eher zwischen Hunderttausenden, vielleicht sogar 1 Million Klicks im Monat auf die Website. Also schau dir da wirklich deine Nische an und gucke in Relation für dich, wie wertvoll ist dieser Traffic, wie viel ist es im Vergleich zu deinen anderen Traffic-Quellen. Dann haben wir noch weitere Zahlen wie die Betrachterzahl. Da haben wir jetzt schon gelernt, das ist komplett irrelevant. Also bitte lösche diese Zahl aus deinem Kopf. Es ist immer ganz interessant zu gucken, also man sieht zumindest, wie aktiv sind sie jetzt ungefähr die Kanäle, aber um wirklich abzulesen, sind sie erfolgreich, sagt diese Zahl einfach kaum was aus. Dann haben wir auch noch Werte wie Follower. Follower sind auch relativ irrelevant. Viele kennen das von Instagram, dass es eine sehr wichtige Kennzahl ist, aber bei Pinterest kommen die meisten Leute nicht über dein Profil, wo deine Pinnwände sind, sondern sie kommen über einen einzelnen Pin, den sie vermehrt über die Suchanfrage finden. Ja? Von daher sind die Follower da gar nicht so irrelevant, sondern es sind fremde Leute, die jetzt vielleicht noch gar nicht mit dir in Kontakt gekommen sind, aber sie interessieren sich für dein Thema und deshalb werden sie auf deinen Pin aufmerksam. Ein Vorteil ist nämlich von Pinterest ja auch, dass Community Management hier kaum notwendig ist und gerade das ist eben auch interessant an dieser Plattform. Gleichzeitig sind Follower manchmal schon hilfreich, das muss ich schon dazu sagen, denn es gibt diesen Bereich, den ich Folgefeed. Und hier werden die Ergebnisse nach Aktualität ausgespielt und nicht nach Relevanz, wie es bei der normalen Suchanfrage ist. Und deshalb, wenn jetzt deine Follower deine Pins schnell frühzeitig sehen, dann entsteht ein frühzeitiges hohes Engagement, was sich positiv auf den Pinterest-Algorithmus auswirken kann. Also von daher, bau auch gerne Follower auf, aber sieh es nicht als Kernkennzahl, um deinen Erfolg zu messen. Weiterhin gibt es die Merkenaktionen. Diese sind meistens eher sekundär wichtig. Sie sind natürlich gut, damit deine Pins langfristig auf der Plattform bleiben, weil die Nutzer, deine Zielgruppe, speichern sich das auf ihrer Pinnwand und schauen vielleicht auch nach mehreren Monaten oder Jahren darauf, sehen deinen Pin auf ihren Pinnwänden, sind deine Pins in deinem Branding und natürlich multiplizieren sie deine Pins auch auf der Plattform. Das heißt, für einen langfristigen Kundenkontakt und Branding ist es natürlich sehr sinnvoll. Wie kannst du Merkenaktionen eher generieren? Meistens funktioniert das mit Infografiken sehr gut oder mit Inspirationspins, aber nicht mit Contentpins, wo jetzt das auf einem Blogartikel weitergeführt wird mit einer Überschrift, sondern eher was man sich wirklich merken möchte oder auch ein Outfit. Ja, aber wenn es eher auf den Mehrwert, auf den Content geht, dann erzielen die Pins eher Klicks. Dann haben wir noch die Impressions. Diese sind eben wichtig für dein Branding, weil dadurch kriegst du eine sehr große Reichweite bei Pinterest. Und wenn du hohe Impressions hast, dann steigt natürlich auch deine Chance, mehr Engagement zu erzielen. Hier kannst du beispielsweise pro Pin 1.000, aber vielleicht auch 100.000 Impressions erzielen. Und wie möchtest du jetzt diese Impressions erzielen? Über SEO. Und wie genau du deine Pins und generell Pinterest SEO optimierst, das haben wir dir bereits in der Episode 6 erklärt. Also, wenn du das noch nicht kennst, hör da unbedingt rein. Und bei den Impressions ist jetzt aber natürlich auch noch ganz relevant, das ist für Branding wichtig, aber nur weil ein Pin jetzt 1.000 Impressions hat, heißt es nicht, dass er
unerfolgreicher ist in Bezug auf Website-Klicks oder Merkenaktionen als ein Pin, der 100.000 Impressions hat. Denn es zählt natürlich das Engagement. Wenn du 100.000 Impressions hast, wie eben gesagt, dann und keiner draufklickt, dann ist es eben auch relativ egal. Und deshalb ist es super interessant zu wissen, welche Pins denn jetzt in Relation zu Impressionen und Klicks am besten performen. Und dazu haben wir dir auch schon eine super spannende Podcast-Episode aufgenommen. Und da geht es nämlich um das Thema CTR, das ist die Click-Through-Rate. Wenn dir das nicht sagt, hör gerne in diese Episode rein, denn da erfährst du ganz genau, wie du das herausfindest, dann weißt du, welche Pins am besten performen und kannst deine Strategie darauf am besten optimieren. Das Ganze erzähle ich dir in der vorletzten Episode der Nummer 38. Du siehst also, ich habe hier jetzt gar nicht so viele konkrete Zahlen genannt, weil es einfach schlichtweg nicht möglich ist. Es ist sehr, sehr nischenabhängig, weshalb ich gar keine generellen Aussagen hier treffen kann. Und es ist natürlich auch sehr davon abhängig, welches Ziel du auf Pinterest verfolgst. Optimiere also nicht auf Merkenaktionen, wenn rein der Traffic für dich relevant ist. Ein weiterer wichtiger Tipp zum Abschluss ist, denk aus der Nutzersicht. Was wollen sie sehen? Was wollen sie lesen? Wie kannst du Vertrauen aufbauen? Und wie kannst du auch die Customer Journey verlängern? Und da das Ganze jetzt eben so nischenabhängig und unkonkret ist, dann haben wir hier noch eine super gute Möglichkeit für dich. Und zwar kannst du sehr gerne auf Instagram, dort findest du uns unter Scana Media, den Post zu dieser Podcast-Episode einmal kommentieren und dann geben wir dir ein individuelles Feedback, eine Einschätzung, wie erfolgreich deine Zahlen jetzt für dich sind. Also das heißt, wie erfolgreich ist die Plattform Pinterest für dich? Und da bekommst du dann wirklich ein persönliches Feedback für uns. Wenn du diese Chance nutzen möchtest, dann geh auf Instagram und kommentiere den Post dazu. All diese ganzen Themen wie Pinterest Analytics, SEO, Pin Design, welche Zahlen jetzt relevant sind, wie baust du deine Strategie auf, wie erreichst du deine Ziele, wie definierst du überhaupt deine Ziele? Das Ganze haben wir jetzt gerade erst ausführlich in Videos aufgenommen. Dazu war ich nämlich jetzt 2 Wochen bei Nathalie in Österreich. Sie ist jetzt ins wunderschöne Österreich gezogen und dort hatten wir eine sehr produktive Workation und wir arbeiten nämlich gerade an einem neuen Projekt und das ist vielleicht auch sehr interessant für dich, denn wir haben gemerkt in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden, dass das interne Know-how zu Pinterest oft stark ausbaufähig ist und es zugleich natürlich auch sehr sinnvoll sein kann, die Plattform in-house zu betreuen, statt auszulagern. Also wir betreuen natürlich auch Accounts, machen Account-Managements, aber es macht natürlich auch in vielen Unternehmen Sinn, das Ganze in der Marketingabteilung zu betreuen. Deshalb unterstützen wir jetzt durch ein neues Format und zwar durch Blended Learning Methoden genau diesen Prozess. Und das ist eine super coole Kombination aus Workshop, One-to-One-Strategie und Feedback-Coachings, unterstützt mit Online-Tutorials, wo du dann wirklich alles Schritt für Schritt nochmal nachschauen kannst. Und das ist uns wirklich sehr wichtig, um eben einen nachhaltigen und effizienten Wissensaufbau im Unternehmen zu schaffen und die Mitarbeiter entsprechend auszubilden. Falls du dazu mehr erfahren möchtest, dann schreib uns sehr gerne eine Mail an mail@scanamedia.de oder schreib uns einfach bei Scanamedia auf Instagram. Und vergiss auch nicht, dich für unseren Newsletter anzumelden, denn einmal im Monat gibt es alle News aus der Pinterest-Welt mit neuen Features und Infos für dich zusammengefasst. Da passiert nämlich immer eine ganze Menge. Das heißt, wenn du den abonnierst, dann bist du immer up to date, was gerade in der Pinterest-Welt passiert. Und hier spammen wir dich auch gar nicht voll, sondern es gibt diesen Pinsights Report und ab und zu, wenn nochmal was wirklich Relevantes eben zu sagen ist, dann bekommst du eine E-Mail von uns in dein Postfach. Den Link dazu findest du in den Shownotes sowie unserer Instagram-Bio.
Das war es auch schon zu dem heutigen Thema und jetzt kannst du schon sehr gespannt sein auf die nächste Podcast-Episode in 2 Wochen am Mittwoch, denn hier verrät Nathalie dir einen richtig raffinierten Pinterest-Hack. Möchtest du gerne Pinterest-optimierte Grafiken auf deinem Blog zum Pinnen anbieten? Die sehen aber im Hochformat total blöd auf deiner Seite aus, weil dann sind sie oft zu groß oder es passt irgendwie nicht in dein Design. Dann solltest du unbedingt in diese Episode reinhören, denn da verrät Nathalie dir, wie du es hinbekommst, diese Pins trotzdem einzubinden, dass du das für Pinterest optimierst, aber dass sie nicht so riesig oder wenn gar nicht in deinem Blogartikel zu finden sind. Also, hör sehr gerne in 2 Wochen wieder in den Podcast rein und ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Pinnen und bis ganz bald. Liebe Grüße, deine Franziska. Möchtest du immer auf dem Laufenden bleiben und sehen, was bei uns hinter den Kulissen abgeht? Dann folge uns auf Instagram. Dort findest du uns unter Scana Media. Möchtest du mit Pinterest starten, bist dir aber noch unsicher, ob das die geeignete Plattform für deine Branche ist? Dann vereinbare jetzt einen Termin zum kostenlosen und unverbindlichen Strategiegespräch mit uns. Dort analysieren wir dein Pinterest-Potenzial. Such dir unter dem Link in den Shownotes direkt deinen persönlichen Termin mit uns aus. Bis zum nächsten Mal bei Pinsights, der Podcast für dein erfolgreiches Pinterest-Marketing.